Hallo und willkommen zur letzten Sky Gear Mission. Diesmal bekommen wir die Ultralisken und wie sich das Ganze abspielt, sehen wir gleich. Dazu muss ich sagen, der Kommentar für die Folge wird im Nachhinein aufgenommen. Ich habe irgendwie den Kommentar entweder nicht aufgenommen oder gelöscht, eines der beiden. Dadurch, dass ich die Folgen insgesamt in nur 2 Tagen aufgenommen habe, verschwimmt das alles irgendwie. Es ist auch nicht die letzte Folge, die irgendwie außergewöhnlich sein wird. Auch in einigen Folgen danach habe ich alle Daten für meine Folge irgendwie angebaut und musste die Kampagne nochmal bis dorthin spielen. Und eine Geschichte, das erkläre ich dann, wenn wir dort sind. Zuerst schauen wir uns mal an, was Naru zu dem Ganzen zu sagen hat. Monstrositäten sind in das Heiligtum eingedrungen! Protoss. Diese Taldarin bilden Naruts Reserve. Es sind seine besten Truppen. Der letzte Kampf naht. Was für eine Schande. Dieser Ultralisk hätte nützlich sein können. Stukov-Organismus versteht falsch. Tod irrelevant. Nur Essenz wichtig. Ultralisken wiederhergestellt. Ultimatives Symbol für Schwarmevolution. Wir müssen einen Standort für unseren Schwarmcluster sichern. Dann kümmern wir uns um Narut. Also, klappt doch. Hier ist natürlich am besten, wenn wir unsere Berstlinge vorschicken, weil die Berstlinge auf die Berserker viel Schaden machen. Vergeltung üben. Also einfach Berstlinge vor, dann dürfte es alles kein Problem sein. Vernichtet die Monstrositäten! Sprich! Ultralisken sind klarerweise hauptsächlich dafür da, viel Schaden zu nehmen und zu sterben. Deswegen sollten die in der vorderen Reihe stehen. Deine Königin lauscht. Warum würde Narut dieses Labor auf einem Xel'Naga-Tempel bauen? Du weißt überhaupt nichts über die Xel'Naga! Narut treibt eine Nullzone auf dich zu. Sie wird dich bei der leichtesten Berührung umbringen. Diese Tempel verstärken seine Macht. Stukov, geh zu den Tempeln und vernichte sie! Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Na also, dann geht's hier in der Mission offenbar um irgendeine Harry Potter-Scheiße. Kerrigan ist mit dadurch hat natürlich aus dem Gefecht gesetzt und wir müssen mit Stukov quasi alleine zurechtkommen. Der erste Tempel befindet sich hier. Dann wollen wir ihn mal zerstören. Beeilt euch! Die Nullzone bewegt sich auf mich zu! Ja, und den ersten Tempel sollten wir auch relativ bald schon erledigen. Das Problem ist natürlich, dass Stukov einige andere Fähigkeiten hat als Kerrigan und meiner Ansicht nach auch gar nicht so starke wie Kerrigan. Also, er kann hier verseuchte Terraner erschaffen und hat noch so einen Blitzschlag. So. Ja, mit dem kann man. Ja, im Prinzip werden wir ihn später brauchen, große Gegner, um bei großen Gegnern die Panzerung etwas zu vermindern. Also, das ist das einzige Gute, was er tun kann. Sonst kann er nur die kleinen Terraner erschaffen und das hält auch nicht extrem lang. Also. Bin mir nicht ganz sicher. Unser Sieg ist gewiss. Ich kanalisiere Psi-Energie in diesem Tempel. Aber das wird seine Zeit dauern. Ihr wagt es, die Schreine unseres Gottes zu schänden? Wir werden euch zerschmettern! Ich muss mich konzentrieren, aber ich kann meine Kräfte weiterhin für den Kampf einsetzen. Ja. Wie gesagt, und wir
Wir müssen Stuck auf immer zu dem Tempel bewegen und am Tempel selbst dann dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Also, das ist gar nicht so einfach eigentlich. Zumindest im ersten Tempel ist es etwas schwieriger. Ich kann die ätzende Explosion einsetzen, um durch die Rüstung dieses Hybriden zu dringen. Der erste Tempel hat sich deaktiviert. Exzellente Arbeit, Stukov. Ich kann fühlen, wie Naruts Kraft nachlässt. Erfolg. Aber nur für den Moment. Wir müssen die anderen Tempel deaktivieren. Sieg ist gewiss. Genau, und dieser Blitzschlag, den ich immer also mit Stukov mache, der hat nicht nur die Folge, dass die Gegner etwas Schaden nehmen, sondern ihre Rüstung wird auch vermindert. Also das ist für später dann vielleicht interessant. Ansonsten, auch die NDR-Mission ist es natürlich am einfachsten auf Schaben und Mutalisken zu setzen. Das machen wir auch gleich. Also theoretisch könnten wir auch viel mit Mutalisken erreichen in der Mission. Es gibt nicht allzu viele Photonenkanonen und Heizer. Stukov, ich spüre Kristalle, die Narut verwendet, um rohe Psi-Energie zu lagern. Ja, ihre Energie ist schwach, verborgen nahe dem Tempel. Falls wir genügend Zeit haben, werden wir sie finden und zerstören. Aber trotzdem werde ich dieses Mal jetzt noch nicht anfangen, Mutalisken zu bauen. Eigentlich gar nicht mehr in der Kampagne. Das mache ich dann nur für die Spezial-Achievements, die ich auch noch in Videoform herzeigen werde. Also es gibt hier in StarCraft 2 nicht nur die normalen drei Achievements pro Mission, sondern es gibt für jede Mission noch ein eigenes Achievement, wo man bestimmte, also jede Mission auf eine bestimmte Art spielen muss. Allein kann sie nicht überleben! Und unter anderem sind da manchmal Mutalisken auch sehr hilfreich. Das Ende steht bevor. Ja, und das generell, die Art, wie die Mission aufgebaut ist mit diesen komischen Strahlen da. Also mich hat das sehr, sehr stark an Harry Potter erinnert, wie die Strahlen so aneinander klatschen. Wir brauchen mehr Vespinger. Deswegen ist das jetzt für mich die Harry Potter Mission. Sparen wir uns die Formalität. Ich habe übrigens auch schon einige StarCraft 2 Replays am Kanal jetzt hochgestellt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, gerne auch hier in den Kommentaren stellen oder. Brauchst du etwas? Oder mir per PN hinterlassen. Ansonsten werde ich noch vielleicht ein, zwei Replays herzeigen. Dann quasi nur mehr die einige kurze Videos für zu den Achievements machen. Dann wieder von StarCraft 2 etwas abkommen und etwas anderes machen. Höchstwahrscheinlich wieder ein RPG. Aber das sehen wir noch genauer später. Das ist übrigens eines der Bonusziele hier, dieser Kristall zu zerstören. Das Problem nur an diesen Bonuszielen manchmal ist, dass sie nicht eingezeichnet sind auf der Karte. Nicht, dass das so wichtig wäre oder so, aber das erschwert das ganze Suchen nach dem Missionsziel, während man sowieso schon unter Zeitdruck steht, das Hauptziel zu erfüllen, doch etwas. Also hier gleich mal unsere Stachelkrabbler-Wand bauen, damit wir von Norden hin geschützt sind. Naja, und ich habe übrigens auch endlich das mit dem Mikrofon hinbekommen, hoffentlich zumindest. Ich verwende jetzt ein anderes Mikrofon, und zwar nicht mehr mein USB-Mikrofon, sondern mein analoges Mikrofon, mein altes. Das hat den Grund, dass Windows 7 mit USB-Mikrofonen... Ja, wer sich mit Audio etwas auskennt, ich kann nur sagen, dass der Pegel von USB-Mikrofonen sich in Windows 7 nicht regeln lässt und immer auf Maximum geht. Das heißt, das Mikrofon übersteuert oft und hat halt so komische verzerrte Laute drin, und das ist nicht allzu optimal. Niemand darf den Meister herausfordern! Schnell, vernichtet die Protoss! Die Hybriden nähern sich! Ja, und mit dem normalen analogen Mikro kann man das Ganze quasi verhindern, indem man
einfach den Pegel runterregelt. Ich habe ihn jetzt nur 50% circa. Und dann quasi wäre beim Videorennen dann etwas auf der Räder. Hier hat man natürlich das Problem, wenn man so einen Tempel angreift oder quasi einen Tempel fertig macht, dann kommen Nachzüge aus der eigenen Basis. Winde dich so viel du willst! Deinem Schicksal entkommst du nicht! Dann laufen die eigenen Einheiten natürlich durch die Gegner durch. Das ist sehr unangenehm manchmal. Ah! Ist trotzdem nicht wirklich schwer in der Mission. Solange man sich ordentlich auf den Krieger konzentriert. Oh, hier habe ich vergessen, den Wegpunkt auch direkt auf die Mineralien zu legen. Also in der Mission zahlt sich übrigens sehr toll aus, wenn man bei Kerrigan die Funktionen Zwillingsdrohnen und die verbesserten Overlords nimmt. Das hilft beim Basisaufbau schon sehr stark, also der Basisaufbau geht dann mehr als doppelt so schnell. Man muss sich nicht so lange um die man muss nicht so viele Larven dafür verschwenden, um Drohnen zu bauen, und kann schneller mehr Mineralien abbauen. Es ist alles deutlich angenehmer, deswegen würde ich das schon empfehlen. Abgesehen davon kann man mit der Mission mit Kerrigan sowieso nichts anfangen. Wenn schon aus keinem anderen Grund, dann wenigstens aus dem. Freie Entscheidung. Es ist dann bald Zeit, den nächsten Tempel anzugehen. Jetzt haben wir wohl nicht allzu viel Glück, Kerrigan hier zu retten. Zumindest nicht allzu viele Tempel, die man hier befreien muss. Ganz meine Meinung. Ja, ich verstehe. Ja, übrigens, bei den zwei Kanälen, was ich auch noch erwähnen wollte, ist, euch ist sicher auch schon aufgefallen, dass ich auf beiden Kanälen momentan monetarisiere, beziehungsweise Werbung auf den, Kanälen schalte, beziehungsweise auf den Kanälen und zu den Videos. Ich habe mich dafür bei einem Partnernetzwerk angemeldet und wollte mal schauen, was da überhaupt so geht. Wie viel Kohle das zusammenkommt. Aber ich brauche keine Angst haben, Kohle geht sowieso hauptsächlich dafür drauf, ein Spiel zu kaufen für die Gewinnspieler, die ich jetzt quasi regelmäßig veranstalten werde. Also ich kann mich darauf einstellen, dass jedes Mal, wenn eine neue Serie beginnt, auch so ein Gewinnspiel euch erwarten wird, wo ihr wieder die Chance habt, hauptsächlich Spiele auf Steam oder vielleicht auch auf Good Old Games zu gewinnen. Je nachdem, also. Ich werde mal schauen, was es da für Angebote gibt und so. Und das heißt, Kohle war auch nicht in meine eigene Tasche, sondern retroaktiv in eure Tasche. Beseitigt die Tal'Darin. Mehrere Hybriden sind unterwegs. Das Einzige, was ich mir teilweise vielleicht dann auch von dem Geld kaufen würde, ist ein HD-Aufnahmegerät um zum Beispiel PlayStation 3 aufzunehmen und ein Let's Play von Ni No Kuni zu machen. Sicher in den nächsten. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch was wird, ich glaube eher nicht. Ich würde eher mal schätzen, nächstes Jahr. Weil ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht allzu weit in Ni No Kuni, aber bis jetzt gefällt es mir doch schon sehr. Zwei Tempel sind noch übrig. Er wird schwächer. Kämpf weiter! Nein! Nein! Und es erinnert mich schon sehr stark an die alten Rollenspiele, die es früher auf der PlayStation 1 gab. Zurück zu der Mission. Gesehen, wir haben den drittletzten Tempel ausgeschaltet. Und ich finde eine Mission übrigens sehr interessant, dass Narut
so leuchtende Augen hat. Das ist, wird dann für die Zwischensequenz, die später kommt, auch noch interessant. Also, ein bisschen haben wir noch, dauert noch ungefähr nicht ganz 10 Minuten die Mission und dann sollten wir es haben. Hier ist übrigens ein weiterer Kristall, der für die Bonusziele wichtig ist. Die Eindringlinge dürfen den Kristall nicht zerstören! Ja, und hier bekommen wir gleich Kerrigan Stufe 50. Was ganz okay ist. Kann auch schon verraten, dass wir auf jeden Fall die Ultimate-Fähigkeiten von Kerrigan sehen werden. Allerdings erst in den letzten zwei Missionen. Nicht, dass das so wenig wäre, aber das reicht ja auch schon. Der Schwarmstock! Zerstört den Schwarmstock! Beziehungsweise sogar in den letzten drei Missionen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Und ich werde übrigens auch bezüglich Meta-Information bezüglich zu den Kanälen, ich werde auch beiden Kanälen weiter hochladen und auf beiden Kanälen versuchen irgendwie auf gleich zu kommen, das heißt, ich werde auf Jason AT sukzessive auch Breath of Fire 3 hochladen und auf Jason LP kommt dann sukzessive auch noch Final Fantasy 10 rauf. Falls ihr die noch nicht gesehen habt auf den jeweiligen Kanälen, dann ist jetzt natürlich eine sehr gute Zeit, sie anzusehen. Breath of Fire 3 ist natürlich noch nicht, auch auf Jason LP noch nicht fertig, das mache ich auf jeden Fall fertig, nachdem ich hier mit Starcraft 2 einigermaßen abgeschlossen habe. Also ich werde vielleicht dann schon, während ich die Achievement-Videos mache, auch Breath of Fire 3 parallel weiter aufnehmen. Und es sollten nicht mehr allzu viele Folgen von Breath of Fire kommen, also ich schätze 25. Nein, viel mehr sollten es nicht sein. 20, 25 vielleicht. Ich werde auch bei Breath of Fire 3 nicht mehr allzu viel Bonus-Missionen bzw. Bonusmaterial generell machen. Das heißt, es gibt ja da auch so wie in Final Fantasy die Ultimate Weapons immer, oder die Omega Weapons, gibt es in Breath of Fire 3 auch den tollen Magier. Und ich werde den natürlich nicht machen, also die Vorbereitungszeit und das Level-Grinden dafür ist mir den Aufwand eher nicht wert. Auch wenn es natürlich nicht so schwer wäre, wahrscheinlich. Nur noch einer. Das ist nicht möglich! Ich spüre, wie deine Stärke dich verlässt. Aber ich mache Breath of Fire auf jeden Fall fertig. Und dann, was dann kommt, weiß ich noch nicht ganz. Also die drei Hauptmöglichkeiten, so wie sie mir jetzt erscheinen, wären entweder Book of Unwritten Tales, und zwar das Prequel, die Vieh-Chroniken. Ich weiß nicht, ob das wirklich so interessant ist. Mir gefällt das Spiel nicht hundertprozentig. Es wirkt irgendwie nicht ganz so toll wie das originale Book of Unwritten Tales. Holler die Waldfee, die dezimieren aber meine Schachtelkrawall ganz schön, oder? Deswegen gibt es noch die zwei anderen Sachen, die ich mir überlegt habe, ist entweder Assassin's Creed, wo ich schon ein Testvideo hochgeladen habe, oder Final Fantasy 6, beziehungsweise Final Fantasy 3, je nachdem wie man es nennen will. Dazu mache ich vielleicht auch noch kurze Testvideos in der näheren Zukunft dann, weil ich da ja eine, was ich habe, wenn ich es spiele, dann spiele ich es mit einem US-ROM, also einer amerikanischen Version eigentlich, nur dass es übersetzte Texte sind, die natürlich etwas bessere Übersetzung haben und noch dazu wahrscheinlich, also ich habe zwei Schriftarten zur Auswahl, die beide gar nicht so schlecht sind und da lasse ich euch natürlich dann wählen, welche Schrift ihr eigentlich haben wollt. Also eine ist etwas schöner zum Anschauen, eine ist etwas besser zum Lesen, finde ich, also werdet ihr dann alles sehen. Hier noch einige Stachelkrabbler aufstellen, weil ich gerne in Panik verfalle. Das Ende steht bevor. Nicht vergessen, die Riecher zum Moore auch immer weiterzulegen.
Die Mission ist auf schwer, ganz okay vom Schwierigkeitsgrad her. Also ab jetzt werden die Missionen so angenehm schwer, sagen wir. Ich habe keine Mission von hier an jetzt doppelt spielen müssen, aber sie waren schon recht knackig vom ersten Mal und sind nicht ganz trivial manchmal. Also es war ganz okay. Also ich fand die Schwierigkeitsgrad ansprechend, wenn auch etwas geringer, würde ich mal sagen. Wer sich natürlich etwas vornehmen kann, gerne auf Brutal das auch machen. Da der Schwierigkeitsgrad steigt von schwer auf Brutal doch deutlich an. Also nicht so wie in Wings of Liberty, wo der Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so stark anstieg zwischen schwer und brutal. Hier ist der Anstieg schon deutlich zu spüren. Und man sollte sich das genau überlegen, ob man Missionen jetzt brutal machen will oder nicht. Es kann gut sein, dass man die 5-6 Mal nicht schafft, bevor es das erste Mal wirklich klappt. Deswegen finde ich die Schwierigkeitsgradverteilung hier in Hard of the Swarm auch ganz gut gelungen, weil eigentlich geht es ja darum, durchzuspielen und wenn jetzt. Verteidigt den Tempel! Vernichtet diese Monstrositäten! Wenn es jetzt Spieler gibt, die damit nicht so gut zurechts kommen, dann ist es natürlich besser, die können auf normalen Schwierigkeitsgrad trotzdem die Mission oder die Kampagne abschließen. Das war etwas, was mich früher an den Strategiespielen oder generellen Spielen, die so auf Story-Sätzen stark gestört hat, dass sie doch eher manchmal schwer waren und deswegen man manchmal die Story nicht sehen konnte, obwohl man ohne sich großartig anzustrengen, was ich nicht so wirklich toll fand. Nein! Das kann nicht sein! Deine Tempel wurden zerstört. Unser Sieg ist gewiss. So, und jetzt hat unser Carrion Harry Potter gewonnen. Dafür gibt es auch eine super tolle Zwischensequenz, wo ich mich natürlich wieder etwas ausklinken werde. Wir haben es geschafft. Die Nutzzone hat Narut geschwächt und ihn verwundbar gemacht. Trotzdem ist er das mächtigste Wesen, dem ich je gegenübergestanden habe. Was wirst du tun? Ihn töten. Stell dich, Narut. Es ist vorbei. Dies ist nur der Anfang. Amon flüsterte hiervon aus den Sternen. Er erzählte dir von seiner Rückkehr. Er erzählte dir von Ruin, Auslöschung, dem Ende aller Dinge. Dein Gott ist tot und kehrt nie wieder zurück. Ach, glaubst du wirklich? Nein. Sarah. Alles, was du verloren hast. Oh.
hättest. Du hast bereits verloren. Amon lebt. Du wirst ihn schon bald sehen. Ja, dieser Naruto war wohl wirklich ein Gestaltenwandler. Wir kommen natürlich hier gleich wieder einige an. Oh, einen ganzen Haufen von Achievements. Ach, das hört ja gar nicht auf hier. Ja, Mission abschließen wie immer. Ja, und hier muss man verhindern, dass Stukov stirbt. Das ist nicht allzu schwierig, ist mir vorgekommen. Solange man Königinnen mit hat, die ihn immer heilen, ist es nicht so tragisch. Naja, und zwei Hybriden so schnell hintereinander umlegen, sollte eigentlich auch gehen, wenn man mit Stukov immer die Fähigkeit verwendet, die Panzerung etwas auszuschalten, dann gehen die Hybriden dann doch relativ schnell down und wenn man genug Vitalisken hat, dann ist es nicht so tragisch. Also es sind beides Achievements, die man durchaus beim ersten Mal bekommen könnte. Ach, sorry, dass ich hier so lang über den. Ja, ich habe leider nur zwei von den Kristallen gefunden statt drei. Aber es macht nichts. Wie gesagt, ich habe schon verraten, wir kommen mit Kerrigan zumindest auf Level 60, damit wir dann die Ultimate Skills verwenden können. Ob's mehr wird, dafür müsst ihr natürlich dranbleiben. Meine Königin, kannst du mich hören? Ich lebe. Gerade so. Wir haben dich zurück zum Leviathan geschleppt. Ruhe dich aus. Ich werde den Schwarm führen, bis du geheilt bist. Warum versuchst du nicht, den Schwarm an mich zu reißen? Weil ich noch viel von dir zu lernen habe, meine Königin. Genug. Ihr geht es schon besser. Aber sie muss sich ausruhen. Du hast nicht ausgewählte Fähigkeiten, meine Königin. Du kannst sie in deiner Kammer einsehen. Na gut, das werden wir auch gleich nochmal nachschauen. Glaube ich. Dann gehen wir zuerst zu Kerrigan. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. Ah ja, genau. Brütling-Infektion ist, wenn Kerrigan auf ihn drauf haut und der stirbt, dann kommen Brütlinge raus. Das ist im Prinzip sowas wie die Schlupfschaben machen. Deswegen brauchen wir es nicht unbedingt. Fertigkeit der Effizienz ist, dass die Skills schneller, oder dass die Fähigkeiten schneller sich aufladen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Also wird es wohl eher Raserei werden, was die Angriffsgeschwindigkeit von Kerrigan erhöht, solange wir ihn angreifen. Also ja, Fähigkeiten, Effizienz. Es gibt eigene Achievements dafür, dass man sehr viele Skills auf einmal oder hintereinander, schnell hintereinander auslöst, aber brauchen wir jetzt nicht wirklich. Schauen wir noch kurz hier rein. Was Abatur zu sagen hat. Oh ja, wir können uns bei dem Ultralisk natürlich entscheiden zwischen verschiedenen Mutationen für den Ultralisken. Das ist, da kann er sich eingraben und quasi unter der Erde auf die Gegner zustürmen und dann kommt er raus und betäubt alle in einem Umkreis, weil sie wegschleudert und ist halt etwas besser, um die Distanzen zu überbrücken, die dem Ultralisken doch eher schaden als nützen. Weil Ultra ist natürlich nur Nahkampfangriffe machen kann. Und die zweite Fähigkeit ist Gewebeassimilierung, wo der Ultra ist einfach durch den Schaden, den er austeilt. Oh, Katze, hm? Durch den Schaden, den er austeilt, geheilt wird. Das ist ganz gut, ich glaube, das werde ich nehmen. Und die Monarchenklingen sind einfach ein größerer
Bereich, in dem Flächenschaden ausgeteilt wird. Im Ganzen ist das Mikrofon, das tun wir jetzt nicht abstecken. Also ich werde die Gewebeassimilierung nehmen, um die Ultralisken doch etwas mehr aushalten zu lassen. Dafür sind sie eigentlich da. Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich gleich noch mal nachschauen, wo es jetzt als nächstes hingeht. Ah, zuerst gibt es noch einige Sachen zum Besprechen. Der Hut ist tot. Das Hybridenlabor zerstört. Ich bin das letzte lose Ende. Vermutlich wirst du mich nun töten. Wenn du gehen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Ha, wohin sollte ich gehen? Halb Zerg, halb Mensch, ein Monster. Ich verstehe dich, glaub mir. Bleib beim Schwarm und vielleicht wird sich ein Weg vor dir auftun. Zumindest wird es interessant werden. Der Schwarm war einst das Werkzeug Amons. Er wird versuchen, uns ein weiteres Mal zu benutzen. Ich werde mich auf seine Ankunft vorbereiten. Aber erst, wenn ich mit Mengsk fertig bin. Natürlich, meine Königin. Sobald Jim sicher ist, bist du dran, Mengsk. Und deine Hybriden können dir nicht mehr helfen. So, das war's auch schon. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist reisen. Hisha, bring den Leviathan auf Kurs. Wir verschwinden. Kerrigan, du hast etwas im Labor gesehen. In Aruts Gedanken. Ich sah Amon. Älter als das Universum und mächtiger, als ich begreifen kann. Und jetzt ist er am Leben. Dann wird dieser Amon vom Schwarm vernichtet werden. Wir wissen noch nicht einmal, wo er ist. Wir müssen uns auf ihn vorbereiten. Doch habe ich erst noch andere Rechnungen zu begleichen. Wenn du es befiehlst, bringen wir den Leviathan in das Gebiet der Liga und suchen das terranische Raumschiff Hyperion. Wünschst du ihre Hilfe dabei, den Terraner Jim Raynor zu finden? Tja, und was Valerian Mengsk und Horner dazu zu sagen haben, das sehen wir das nächste Mal, wenn wir zu Hyperion fliegen und uns auf die Suche nach Jim begeben. Bis dahin wünsche ich natürlich wie immer viel Spaß.